Bild will Aufmerksamkeit für sich selbst maximieren. Und das kann ich nicht, wenn ich Kampagnen gegen die Stimmung und die Einstellung von Mehrheiten mache. Sie können davon ausgehen, dass Bild diese Kampagne zugunsten von Flüchtlingen nicht gemacht hätte, wenn es nicht bereits eine sehr positive, stabile Grundstimmung in der Bevölkerung und auch in der Wirtschaft und der Politik zugunsten der Flüchtlinge gibt. Und da klebt jetzt plötzlich der Bild-Zeitungskleber drauf. Und das, finde ich, ist ein PR-Coup, das ist Marketing, aber das halte ich für äußerst kontraproduktiv. Durch diese Kampagne hilft Bild in erster Linie sich selbst. Überall prangt das Logo, wir helfen Bild. Und das ist eine Verkaufskampagne, sieht man an dem Logo. Es hätte auch gereicht, drauf zu schreiben, wir helfen. Aber ich glaube, auf Bild legen die schon großen Wert. In zweiter Linie hilft Bild möglicherweise aus deren Sicht den Menschen, die da mitmachen, Spitzenpolitiker. Und erst in dritter Linie, denke ich, tatsächlich. Ja, ich finde es gut, dass wir nicht mitmachen. Schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass die Bild-Zeitung aus meiner Sicht nicht das richtige Blatt ist, um solche Kampagnen zu fahren. Wer jahrelang hetzt, sollte halt einfach bei sowas still sein und das nicht noch für Werbezwecke nutzen. Völlig daneben. Ein Hetzblatt wie die Bild-Zeitung, die jahrelang gegen Ausländer gehetzt haben und jetzt drehen sie sich nach dem Wind, geht gar nicht.